Alles klar, dann starten wir. Denn heute habe ich für euch ein Full-Body-Workout mitgebracht, was euch zum Schwitzen bringen wird, was eure Kondition verbessern wird und natürlich euren ganzen Körper Schmerzen zubereitet. Nein, Spaß, auch die Muskeln wachsen lässt. Wir fangen an mit einer leichten Erwärmung. Dann gehen wir rein in das Full-Body-Workout. Als erstes die Beine, dann der Core-Bereich, dann der obere Bereich. Und natürlich, so wie es sich gehört, beenden wir das Training auch mit einem Stretching. Also, dann fangen wir mal an. Das Wichtige daran ist, wir werden halt immer 20 Sekunden arbeiten, nachher, dann, wenn die Kraftübungen sind, und dann 5 bis 6 Übungen hintereinander immer machen. Ja? Also die Jumpin' Jacks. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt tut ihr so, als wenn ihr Springseil springt. Nehmt da bewusst auch die... Ja, ihr merkt schon, es ist alles live. Wir haben hier ein paar U-Bahnen. So, noch 3, 2, 1. Und nochmal. Jumping Jacks. 1, 2, 3, 4. Okay, und leichte Squats. 1. Hier ist wichtig, geht langsam runter. Noch 3, 2, 1. Und jetzt einen großen Kreis für die Hüfte. 1. Und das andere Bein. 2. 3. Schön atmen. Achtet dabei darauf, dass die Knie zu den Fußspitzen wandern, aber nicht drüber gehen. Dann streckt er den Hintern weiter raus. Noch 2. Okay. Jetzt die Ellenbogen, die Schultern. Ja, ihr merkt schon. Jetzt gleich losgehen. Große Bewegung mit den Schultern machen. Und vorwärts. Zehen Armkreisen rückwärts. Und vorwärts. Jetzt den Körper verdrehen. Und jetzt zur Seite. 1 und 2. Und jetzt leicht nach vorne. Lasst schön die Beine gestreckt, sodass ihr das im hinteren Beinbereich merkt, den Zug. Schön halten. Okay, und jetzt von links nach rechts. Hier ist das Gleiche. Die Knie gehen nicht über die Fußspitzen. Okay, jetzt den Puls nochmal nach oben. Und los geht's. High Knees. Richtig schön die Knie hoch. Zieht die Knie zu den Brüsten. Noch 10, 9, 8. Und jetzt die Fersen zum Po. Alles klar. Jetzt geht es nochmal darum, nicht, dass ihr es schnell macht, sondern bewusst. Hier, dass die Dehnung wieder ist. Und jetzt wandert ihr sozusagen zum Plank, macht einen Liegestütz und wieder hoch. Hab. Und ein bisschen schneller. Dreimal. Drei. Beim nächsten bleiben wir unten. Okay. Und hier ist nochmal wichtig, dass ihr
die Waden dehnt. Auch mal das Knie anbeugen, dann werdet ihr den Unterschied merken, dass die Achillessehne ist. Andere Bein. Jetzt bringt das Knie nach vorne, dass ihr jetzt schön darauf achtet, dass euer Becken aufgedehnt wird, die ganze Hüftbereich. Dann setzt ihr, wenn ihr das linke Bein vorne habt, den rechten Arm ab, verdreht, macht schön die Brust auf. Okay, Beinwechsel. Erst wieder die Hüfte aufdehnen, fasst da ruhig rein, drückt sie nach vorne. Wir sind immer noch bei der Erwärmung. Okay, jetzt den Arm wieder nach unten. Und schön die Brust aufmachen. Hier schön rausschieben aus der Schulter. Macht euch richtig groß. Und auf. Okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch ein bisschen warm. Ich auf jeden Fall. Richtig, packt euch nochmal oder geht nochmal in die Küche, holt euch ein Wasser. In 30 Sekunden sind wir durch, aber dann werdet ihr nicht mehr so aussehen. Also in 30 Sekunden geht's los und freut euch schon mal drauf. Die Beine werden brennen. Okay. Ich hol mir auch mal ein Wasser. Oh, ich freue mich so drauf, denn ich weiß, was kommt. Also, nochmal. 20 Sekunden will ich, dass ihr richtig durchzieht. Versucht nicht irgendwie auf Deutsch, wie hat mein Trainer mal gesagt, bescheiß mich nicht, denn ihr bescheißt euch nur selber. Ja? Also, wichtig, die Ausführung. Aber das kriegen wir schon alles gemeinsam hin. Also, als allererstes gehen wir in den Plank. Wir halten den. Ich will, dass der Hintern schön raus ist und die Knie nicht über den Fußspitzen sind. Alles klar. Schön halten. 20 Sekunden. 10 Sekunden habt ihr schon. 5, 4, 3 und arbeiten. 2. Achtet schön auf ein, wenn ihr runter geht, spannt den Bauch mit an und 5, jetzt wird's heavy. Jetzt will ich, dass ihr springt. Und dabei Scissor. 2. Explosiv nach oben, sodass ihr die Beine übereinander scheren könnt. Drei, zwei, eins. Und halten. Schön halten. Fünf. Ja, ich weiß, es brennt. Kämpft euch durch. Und wieder Bewegung rein. Zwei. Fünf. Und das letzte Mal noch halten. Kommt. Danach kriegt ihr 30 Sekunden Pause von mir. Glaubt mal nicht, dass meine Beine nicht brennen. Kämpft euch durch. 3, 2, 1 und Pause. Beine schön auslockern. Denn das war jetzt der Squat-Bereich. Quasi das Einfache von den beiden Sachen für die Beine. Denn jetzt kommen die Lunges. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, aber ich finde die viel anstrengender. 10 Sekunden habt ihr noch. Schön auslockern, denn jetzt wird's heavy. Okay, und erstmal wippen. Achtet darauf, dass 90 Grad Winkel vorherrschen. Got something to say to me, say
Gerader Rücken, Bauch ist fest und Wechsel. Schön tief atmen. Das Wichtige ist, dass die Muskeln den Sauerstoff bekommen. Nach 5. Und dann wird gesprungen mit 2 Zwischensprüngen. Ja? Also pass auf. 1, 2, hopp. 1, 2, hopp. Und jetzt geht's los. Schön atmen. Fünf Sekunden. Aber weißt du, schön ist noch jetzt 5 Sekunden. Und jetzt nochmal alles rein. Komm, 20 Sekunden. Ohne Zwischensprung. Fünf. Drei. Und Pause. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Oberschenkel brennen dabei. Gott, ich liebe das. Das ist schon komisch, ne? Aber ich glaube, als ehemaliger Leistungssportler ist man einfach positiv bekloppt. Und man liebt das einfach, wenn man an seine Grenzen geht. Aber ich denke, es geht bei euch, oder vielen von euch geht es auch so. Ein Durchgang noch. Die Squats. Und dann sind wir mit den Beinen auch schon durch. Wow, das ging schnell. Aber das werdet ihr morgen merken. Das verspreche ich euch. Außer hier ist natürlich ein professioneller Leichtathlet dabei. Oder einer, der das jeden Tag macht. Dann sagt er euch schon, hey. Also, noch 10 Sekunden. Und dann geht's los. Wir fangen wieder an. Squats in Bewegung. 2, 1 und los. 1. Achtet wieder darauf. Schön, die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. Gerader Rücken. Und jetzt bleiben wir unten. Und jetzt gehen wir ganz kleine Schritte zurück. 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5 und nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3 und zur Entspannung mit Sprung und los hoch. 1, 2, 3, 4. Komm Leute, 10 Sekunden. Letzte. Und zum Auslockern nur noch mal eine dynamische Bewegung. Letzten 5 Sekunden. 5, 3, 2, 1. Wow! Glaub mir, die brennen richtig. Aber wie hat Arnold Schwarzenegger mal gesagt, dann, wenn es weh tut, dann müsst ihr anfangen zu zählen. Oh, total Anis Weisheiten hier. Ich merke schon. Okay, das war's jetzt für die Beine. 3 knackige Durchgänge. Und jetzt geht's komplett in den Chorbereich. Das heißt Bauch, Seite, Rücken. Ein bisschen sind natürlich auch die Arme dabei, weil ich bin ein absoluter Fan von funktionalen Bewegungen und von Functional Training. Das heißt, ich will versuchen, so viele wie möglich Muskelgruppen in eine Übung reinzubekommen. Also, das wird jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit. Von Planks über Shoulder Taps hin zu
alles Mögliche. Lasst euch überraschen. Es wird jetzt schön. 10 Sekunden gebe ich euch noch. Ich habe nämlich da meine Uhr. Also wenn ich da mal hingucke, ist mein bester Freund die Uhr. Also, als erstes gehen wir rein in den Plank. Wichtig hierbei ist, die Hüfte bleibt unten, der Bauch ist fest, der Hintern ist angespannt. Und man ist raus aus der Schulter. Nicht hier reinhängen, hier rausschieben. 20 Sekunden, Leute. Komm. Als nächstes gehen wir über den rechten Arm nach oben und über den linken Arm nach unten. Und wieder über den rechten runter. So, aber nur über rechts. Wir wechseln nach 20 Sekunden. Versucht euren Hintern an einer Stelle zu lassen. Nicht zu sehr bewegen. Noch 5 Sekunden. Und jetzt über links. Und wieder. Der Hintern bleibt an einer Stelle. Die nächste Übung wird jetzt ein bisschen koordinativer. Das heißt, das Schöne ist, das verlängert sich alles, weil ich mich die Übung erst dabei erkläre. Wir bleiben jetzt oben und wenn der Sprung zur Seite geht, geht der rechte Arm zur linken Schulter. Quasi so, ist 1, 2. Alle bereit? Ab jetzt 20 Sekunden und 1, 2, 3. Noch 10 Sekunden. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Wir bleiben weit auseinander. Jetzt geht die rechte Hand zum linken Fuß. 1. Verdreht euch, wenn es oben ist. Wenn ihr oben seid, verdreht ihr schön den Körper. Und zieht euch schön über die Bauchmuskeln nach oben. Noch 6 Sekunden. Okay, jetzt nochmal hier rein. Die Knie sind ganz, ganz leicht über dem Boden. Raus aus der Schulter, Bauch fest. Komm, letzte Übung, dann habt ihr 30 Sekunden Pause. Schön den Bauch anspannen. 5, 4, 3. Erste Runde geschafft. Das ist doch schön. Schön tief durchatmen. Mein Trainer pflegt das immer zu sagen, ihr müsst in den Schmerz hineinatmen. Wie auch immer das gehen soll. Ich glaube, das kann euch eine Yoga-Trainerin erklären. Oh, herrlich. Um den Bauch jetzt kurz ein bisschen zu entlasten, gehen wir in die seitliche Muskulatur. Das heißt, die erste Übung sind hier auf dem Unterarm. Stellt die Beine unten gerne voreinander, dann habt ihr einen besseren Halt. Wir drehen uns rein und öffnen uns. Ja? Sammelt euch noch mal kurz. 10 Sekunden. Dann geht's wieder los. Versucht nicht abzusetzen und denkt an die Ausführung. Also, in die Position. Rein. Arm nach oben. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt drehen wir uns rein. Und wieder hoch. Und immer der Hintern und der Bauch sind angespannt. Denkt da dran. Und oben halten. Fünf. Als nächstes geht's dann. Und hoch. Ich will, dass ihr aber schön die Hüfte oben lasst. Auch wenn es brennt, bleibt oben. Raus aus der Schulter. Nicht durchhängen. Bleibt in der Position. Okay, und jetzt nur noch mal die Hüfte nach oben. Komm. Auch wenn es brennt, weiter geht's. Komm. 10 Sekunden noch. Und ab. Ah. Aber das Schöne ist,
Ihr brauchtet ja die linke Seite nicht, deswegen gibt es jetzt keine Pause. Und wir gehen gleich in die Position. Hoch, Arm nach oben, Kopf ist wieder in Verlängerung der Wirbelsäule, Hintern ist oben und jetzt reindrehen. Schön fest in der Schulter. Die Hüfte bleibt oben, auch beim Drehen. Der Bauch ist fest. Fünf. Und oben halten. Die Hüfte bleibt an einer Position. Und jetzt geht wieder der Ellenbogen zum Knie. Eins. Noch acht. Und jetzt nochmal die kleinen Bewegungen, die schön brennen. Kommt, Leute. Fünf. Und Pause. Oh, wow. Das macht doch Spaß. Das Gute ist, die nächsten zwei Tage werdet ihr Muskelkater haben. Und der zweite ist immer der schlimmere, der zweite Tag. Ach, herrlich. Jetzt kommt noch mal einmal Plank-Geschichte, dann legen wir uns auf den Rücken und machen dort weiter. Tief durchatmen. 10 Sekunden noch. Wir fangen wieder an mit einem ganz normalen Plank, ja? Also Leute, rein und los geht's. Schön halten. Bauch fest, Hintern fest. Noch 5 Sekunden. Dann gehen wir hoch in den Liegestütz und wandern mit den Händen nach vorne. Und wieder zurück. Bleibt immer schön im Bauch fest. Ich will niemals, dass irgendjemand dort in ein Hohlkreuz fällt. Okay, jetzt nochmal vorne halten. 10 Sekunden. Jetzt bringen wir den Puls wieder ein bisschen nach oben, indem wir Mount Everest Climber machen. Zurück und jetzt die großen Schritte. Eins. Vergesst nicht das Atmen und immer im Bauch fest. Jetzt bleiben und jetzt hier quasi die Fußspitzen anfassen und seid schön fest im Bauch. Komm, ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, jetzt das linke Bein und der rechte Arm nach oben und oben 2 Sekunden verweilen. Raus aus den Schultern und das gleiche mit links. Einmal und dann nochmal 20 Sekunden einfach den Plank halten. Und los, runter nochmal.
Und Pause. Also wenn ihr einen Kalorienzähler bei euch dran habt, da will ich mindestens eine 800 nachher sehen. Wow. So Leute, jetzt einmal in die Rückenlage. 5 Übungen hintereinander, 20 Sekunden, aber gar kein Problem. Ich habe hier genau das richtige Publikum, was eingeschaltet hat. Das sind richtige Beißer, das weiß ich. Deswegen drehe ich mich mal ein bisschen zur Kamera. Oh. Also die erste Übung ist quasi, das Bein ist ein bisschen angestellt, das rechte. Und mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie und dann das Ganze einmal gestreckt. Ja? Das ist die erste Übung, dann Seitenwechsel und dann wie immer, lasst euch überraschen. Okay, in 3 und los geht's. Und ich will, dass ihr schön oben euch den Oberkörper verdreht, sodass ihr das in den seitlichen, in der seitlichen Bauchmuskulatur merkt. Schön nach oben drehen. Okay, und jetzt eine kleine Bewegung. Nur aus dem oberen Bauch heraus. Schiebt euch schön nach oben. Die Fersen drücken dabei richtig in den Boden hinein. In der nächsten Übung legt ihr die Arme neben eure Hüfte und dreht euch nach oben. Also. 1, 2, 3. Am besten, wenn ihr die Bewegung macht, einmal ausatmen. Und den letzten. Und jetzt zur anderen Seite. Komm. Schraubt euch schön nach oben. 3, 2, 1. Und die letzte Übung jetzt. Beine bleiben hier. Und dann mit dem rechten, mit der rechten Hand zum linken Fuß. Und los. 1. Und umgekehrt. 2. Tief durchatmen, dann geht der Schmerz raus. Puh. 10, 9, 8. 7 und 3, 2, 1. Nicht aufhören. Doch jetzt. Puh. Ein bisschen auf die Muskulatur drauf und da merkt er, das unterstützt den Lockerungsprozess. Sofern der jetzt gerade da ist. Puh. Also bis hierher, alle, die mit durchgezogen haben, schon mal ein Riesenrespekt. Als nächstes gehen wir in die Bauchlage. Da kommt noch einmal für die kleinen Muskulaturen, für die Schulter. 4, 5 Übungen. Und eins sage ich euch, in meiner Sportzeit habe ich das am meisten gehasst. Ich weiß nicht warum, entweder ich bin nicht beweglich genug gewesen oder ich habe mich einfach zu dumm angestellt. Ihr könnt es nur besser machen. Also. Das Thema ist, wir legen uns jetzt auf den Bauch und dann sind die Arme gestreckt nach vorne, Beine gestreckt und dann werden Beine beide gleichzeitig nach oben gezogen. Erst dynamisch, dann wird gehalten und dann Arme vorne und bis zu einer U-Halte und da gehen die Ellenbogen nach oben, so als wenn ihr Hände zwischen euren Schulterblättern einklemmen wollt. So, jetzt habe ich genug erklärt, habt ihr jetzt eh schon wieder vergessen, welche Reihenfolge, deswegen legen wir am besten gleich los. Bauchlage, Arme gestreckt nach vorne und los geht's. 1,
3, 2 und halten. Schön den Hintern anspannen. Jetzt die Füße ablegen und jetzt, ohne dass der Kopf abgelegt wird und die Beine und die Arme, in die Uhrhalter. 1. Schön atmen. Und nochmal halten in der Uhrhalter. Schön nach oben ziehen. Klemmt etwas zwischen euren Schulterblättern ein. 10, 9, 3, 2, 1. Boah. Ja, ich mag die Übung immer noch nicht. Ja. Jetzt sind wir fertig mit dem Mittelkörperbereich. Rollt euch mal schön aus. Dazu greift ihr schön an eure Knie und schön runder Rücken. Okay. Da ich euch ja versprochen habe, dass es ein Full-Body-Workout wird, ist jetzt, das ist der Oberkörper, also Brust quasi dran. Da wir hier zwar in einem wunderschönen Trainingspark sind, ich aber natürlich Übungen machen möchte, die ihr natürlich auch zu Hause einfach auf dem Teppich machen könnt, bleiben wir natürlich hier am Boden und werden natürlich in die komplett klassischen Elemente halt reingehen, was natürlich so Push-Ups bedeutet. Mal tief durchatmen. Das Schöne natürlich an der frischen Luft ist der Sauerstoff, der qualitativ gut ist und nicht verbraucht ist, wie in Räumen. Genießt es einfach, falls ihr bei euch im Garten seid und euch auch so wie mir der Schweiß die Stirn runterläuft. Ihr merkt, ich versuche irgendwie die Pausen länger zu gestalten, indem ich euch ein paar Storys erzähle. Nein, aber es geht ja hier ums Workout. Deswegen machen wir jetzt ganz klassisch die Diamond Push-Ups. Das heißt, der Zeigefinger und der Daumen, die berühren sich. 5 Liegestütze, dann 5 Sekunden unten halten. Dann gehen wir in die ganz normalen Liegestütze, wieder 5 Stück, 5 Sekunden halten. Und dann die Breite, nochmal 5 Stück, 5 Sekunden halten. Wichtig, und das ist das Allerwichtigste, ist die Ausführung. Von unten bis nach ganz oben. Ja? Also Leute. Erste Position. Und los geht's. Nummer 1. 2. 3. 4. Schön den Bauch anspannen und 5 Sekunden halten. Für welche, die den Liegestütz nicht hinbekommen, einfach die ganze Geschichte auf den Knien machen. Das ist genauso effektiv, um dort sich heranzutasten. Also, und wieder weiter. 1. Achtet darauf, dass die Ellenbogen nicht zur Seite gehen, sondern eher nach hinten. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Und breit. Alle bereit. Und wieder los geht's. Hintern fest, Bauch fest. Und 1. 3, 2, 1. Super, erster Durchgang. Kurz Arme auslockern. Gleich geschafft, Leute. Das nächste, was wir machen, ja. Wir gehen nach unten, nach hinten, nach vorne und wieder hoch. Also, schön auslockern. Bereit? Ich bin's. Also,
Ausgangsposition, Bauch fest, Hintern fest, runter, nach hinten, vor und wieder hoch. 10 Stück. Okay, zweite Runde fertig. Wieder auslockern. Ich nehme mir mal ganz kurz einen kleinen Schluck Wasser. Ihr könnt es für euch entscheiden, ob ihr das auch wollt. Wir machen mal einen Test. Das sind eigentlich mit die schwersten. Gucken, ob ihr da 5 pro Seite hinbekommt. Wenn nicht, nochmal, geht auf die Knie und macht es dann dort. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Wichtigste ist immer die Ausführung. Der Test geht wie folgt. Ein bisschen breiter. Der Arm ist gestreckt. Wieder hoch. Alles klar, 5 pro Seite, Leute. Nehmt die ganze Kraft zusammen. Fokussiert euch da drauf. Dann bekommt das auch hin. Also, und los geht's. 1, 2. Und der letzte. Ein noch, ein Durchgang. Und dann seid ihr durch. Okay? Ich würde mal sagen, da wir auch ein bisschen auf die Zeit achten, diese ganzen für die Rückenmuskulatur. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause einen Tisch habt, hängt euch einfach an den Tisch ran, also die Beine unter den Tisch, an die Tischkante und dann zieht euch schön mit der Brust zur Tischkante. Dann habt ihr natürlich hinten die ganze Rückenmuskulatur mit dabei. Würde ich mich freuen, wenn ihr das noch oben mit drauf packt. Ich kann mich hier leider jetzt gerade nirgendwo ranhängen und deswegen machen wir noch einen Durchgang Push-Ups. Und dann sind wir durch. Also, sammelt euch nochmal ganze Kraft zusammen und achtet auf die Ausführung. Ich weiß noch aus meiner aktiven Zeit, der letzte Durchgang ist immer so ein ich klemme alles weg, Durchgang. Nein, das würde jetzt nicht passieren. Kommt, Leute. Wieder Diamond, 5 Stück, 5 Sekunden halten und los. 1, 2. Also, die Freude ist mir quasi ins Gesicht geschrieben. Mich hat es nur ein bisschen leicht angestrengt. Ich hoffe, euch auch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Speichert es euch ab. Macht es dann die Woche 5-mal. Nein, 2-mal reicht oder 3-mal. Macht noch ein bisschen Cardio mit dazu. Geht mal laufen, Fahrrad fahren. Das ist ganz wichtig. Einfach auch, um den Regenerationsprozess voranzutreiben, dass das schneller geht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mich hat es auch leicht angestrengt. Nein, im Spaß. Mich hat es richtig fertig gemacht. Aber es ist ein tolles Gefühl und deswegen Applaus für euch.